herzlich willkommen. Mein Name ist Santi Mythos und wir spielen wieder Castle Clicker. Lalalala. Wir ziehen erstmal ein bisschen Zeug ab. Blub. Kohle. Collecten. Jo. Irgendwie habe ich mal Lust, so einen Daily Stone zu erhöhen, um mal rauszufinden, was genau der noch macht. So, die hier sind ein bisschen hinterher. So, wir sind Level 99. Das ist ja sehr interessant. Wir haben hier eine dicke Steinmine, die ja nicht so dick ist. Wir bleiben uns treu. Wir bleiben uns einfach treu. Alter, wie viel Holz. Lalalalala. So, Gemstones. Unsere Library ist fertig mit der Grand Chest. Dankeschön. Recht herzlichen Dank. Unser Inn ist komplett. Das ist komplett in. Und jetzt geht los. Unsere Minen. Schicken wir gleich wieder auf den ganzen Tag los. Bam. Kohleminen, Alter. Ernsthaft. Gib mir nicht so viel blöde Kohleminen. Ah, jetzt habe ich mein falsches Boot weggeschickt, die Kong. Das ist ärgerlich. Wollte eigentlich jemanden auf diese Dinger hier ansetzen. Ich muss leider mal gucken. Du bist auch langsam, ne? 42 Minuten, Alter, nö. Explore mal für mich hier. So ein Dampfschiff muss doch rein theoretisch schnell sein. Ja, wird immer mehr hier, hallo? Das ist auch nicht gerade ein Schiff, womit ich unbedingt sowas sammeln wollen würde. Das ist ja das gleiche, ne? Das heißt, ich muss unser schnelles Schiff nochmal stoppen. Oh, ihr könnt upgraden, stimmt. Stimmt, das wird auch Zeit. Können wir gleich mal ganz kurz gucken, was das kostet. Haben wir die Materialien? Ja, haben wir. Irgendwie sind Level 100. Das heißt, du kannst uns jetzt mal hier Treasure Map mäßig. Minute, 2 Sekunden. Boom. Dann schicken wir den mal los. Wir holen uns hier mal jetzt was Neues. 5% schnellere Schiffe. 135 M zum Max Lumber. Das ist voll wenig. Gold, Treasure Map hier. Kommen, wenn wir schon dabei sind. Dann macht der jetzt erstmal Treasure Maps in der Zeit. Special Building. Zwei freie Bonus-Level, wenn das fertig ist. Easy. Die Library gibt uns zwei Treasure Maps. Ist in 30 Minuten fertig. Stimmt, das ist ja das, was schon länger dauert jetzt. Okidoki. Ja, gucken wir mal, was wir hier an Materialien haben. Kohlemine. Also nur Kohle will ich ohne haben. Gold. Ja, komm. Goldmine, Kohle. Die können wir abbauen. Weg damit. Die Kohlemine machen wir zu was anderem. Wofür haben wir so viel Mindstones? Jawohl. Stone ist sehr wichtig. Aktuell. Stone, bam, bam, bam. Gut, haben wir wieder ein klein bisschen Material angehäuft. Das ist doch schon mal was. Irgendeine Treasure Chest. Ist mir klar. So. Explore mal für uns. Jetzt werden die Dinger ja immer weiter, so ein Stück. Dann brauchst du denn hier für 4 Minuten. Easy. Ist immer wieder interessant, wie diese blöde Musik einfach auf Standard steht, ne? Jedes Mal. Voll nervig. Aber was soll ich sagen? Kann man nichts gegen machen. So, die haben wir alle noch nicht wirklich. Was haben wir hier? Wir könnten das bauen. Ich glaube, so viel Marmor haben wir nicht. Was sagen denn die Bestände? Wir haben ja kein Marmor. Gut, dass alles Marmor benötigt. Das finde ich gut. Da brauchen wir einen Blueprint. Oh, okay. Unser erster Blueprint, was wir wieder benötigen. Das hier können wir bauen. Das ist easy. Advanced Farm 2. Mhm. Advanced Farm 2, hier.
Okay, dann sind wir gleich dabei und machen leider die dritte. Die braucht keinen Marmor. Nee, nee, braucht sie nicht. Lila. Keep. Nee, das kennen wir noch nicht. Lumberyard haben wir auch das letzte schon. Die fehlt irgendwie in der Liste. Warte mal, fertig, damit es wenigstens voll aussieht. Wo waren wir jetzt? Lumberyard. Da fehlt uns das letzte Carpentry School Ding. Innen müssen wir auch bauen. Wie lange brauchen eh nur 3 Stunden? Oh. Ja. 68 Mille. Aber dafür lohnt sich das. Wolle ist noch einer dabei am Sammeln. Muss man ganz kurz hier einfach nur kurz durchschauen, was wir alles haben. Wir haben mehr Holz, als wir vertragen können. Wie sieht's denn hiermit aus? Ja, komm, fertig machen. Dann ist das Schiff jetzt nochmal ein Stück schneller und das nächste ist, glaube ich, super teuer jetzt, ne? 4 und 3er. Ich weiß nicht, Eisen haben wir, glaube ich, nicht ganz so viel. Kurz glotzig, glotzig, glotzig machen. Ne, haben wir ja nicht mehr. Alles klar. Aber schön, dass wir schon wieder so viel von all dem Zeug haben. Observatorium, da fehlte uns jetzt einfach nur Papier, ne? Ach, wie wir kein Papier haben. Baut Papier hier, Jungs. Papier, Papier, Papier. Wo ist Papier, Papier, Papier? Da ist Papier. Los, machen. Oh Mann. Das kriegen wir nicht fertig dadurch. Portal of Time, hier bitte ja nichts anderes. Gut, dann haben wir das durch. Die Magic Gilde Nummer 1. Kriegen wir gerade noch so hin. Super. Die nächste, da haben wir keine Steine mehr für. Da würde uns ein kostenloser Blueprint entgegenkommen. Müssen wir leider abwarten. So, was war jetzt? Das braucht ein Blueprint. Und hier war doch irgendwo. Da. Oh, das ist teuer. Puh. Aber interessant. Und das Specials hat sich. Da hat sich was getan. Die Bank Nummer 2. Haben wir noch so viel Stein, dass wir das bauen können? Stein, ja. Eisen, glaube ich, war das Mangelware, ne? Kriegen wir aber hin. So, können wir jetzt mal investieren und können sagen, wir hauen jetzt hier. Ist das alles, was wir haben? Nee, ne? Keine Ahnung, wir lassen das ändern natürlich jetzt einfach mal so. Boah, hier war das laut. Altare Nummer 2, das können wir auch bauen, das haben wir noch. Ich hab das 3 Sachen schon geschenkt. Das ist richtig gut. Das Ding ist kostenlos. Okay. Ah, Blueprint. Dann haben wir natürlich so viel freischalten, dass wir schon 3 Blueprints brauchen. Alter, da haben wir noch eins kostenlos. Mysterio. Alter, auf Stone meine ich natürlich. Dann ist unser Boot wieder da. Mit irgendeiner Schatzkiste. Okidoki. Dann schicken wir dich wieder los zu dem nächsten. Das dauert dann schon 58 Minuten. Boah, können wir uns leisten für eine Stunde, sag ich mal. Könnt ihr noch einen Arbeiter aufpacken, aber dann bin ich so sofort arm. Oh, das bringt ja nicht mehr in, so ein Arbeiter. Alter. Bonus-Level up. Und zwar, ich nehme den Miner, weil Refiner ist gerade alles am Arbeiten und da ich Bock, das alles neu zu machen. 10% mehr EP vielleicht, oder Bild und ich mache Harvest, damit wir es ausgleichen können. Wir probieren mal was. So, Refiner Level Ups, nee, wir machen Zelle Level Ups. Machen nochmal eine Kohlemine, ich habe nämlich was vor. Ich forge mir jetzt auf jeden Fall einen Stein. Mining Stone. Wir haben ja mittlerweile einige an Dingens da. Mine Stone. Und zwar den hier, den Super Mine Stone. Da machen wir mal 2 Stück. Ja.
Dann mache ich nämlich eine Eisen- und eine Marble-Mine. Dann können wir die nämlich wieder verwenden. Hey. Und zwar Eisenmine. Da stand schon auf Marble, und hätte gleich so lassen können. So, und die andere machen wir zur Marble-Mine. Und schon können wir weiterbauen. Jetzt haben wir nämlich wieder genug Material da. Für ein Weilchen zumindest. Also der nächste Altar ist jetzt das hier. Das kostet 7 Steine. Das Gute ist, das sind wieder 1 Stein mehr, den wir jetzt täglich kriegen. Das heißt, wir kriegen schon 3. Und das sieht da mal ziemlich cool aus, dieses Ding, wa? Ist ja gut hier. So. Sehr schön. Dann haben wir also das auch. Casino interessiert mich gerade 0. Mann, wir können bald ins Game Plus übergehen. Music Hall. Das mach ich ganz zum Schluss, das ist blöd. Das sind blöde Gebäude. Gilden, dann machen wir mit den Gilden weiter. Wir haben nicht so viel Stoffbahn, oder? Close, 700, das ist nicht mal annähernd, das wir brauchen. Können wir da nicht weitermachen? Okay. Carpentry ist... Stein haben wir nicht so viel, ne? Ne, doch, haben wir. Eindeutig. Die Carpentry können wir weitermachen. Jetzt Level 102. Jetzt können wir erstmal wieder Holz machen. Zip. Da war Holz schon irgendwo mittendrin. Dass sich jedes Mal die Position davon ändert, ärgert mich ordentlich, du. Stell mal vor, das würde lange dauern. Jetzt ist wieder ganz unten. Das ist doch echt nervig. Wenn das irgendwie eine andere Möglichkeit geben würde, zwischen den Gebäuden zu wechseln, nicht immer so bekloppt, dann würde ich das ja ganz anders machen, aber das ist voll nervig, dass ich jetzt so hin und her wechseln muss. Irgendwie so ein, du bist bei dem Gebäude, gehst das nächste an, gehst einfach zurück. So was wäre cool. Ich meine, es wenigstens ist es machbar, dass wir das so bauen können, ne? Yay, we did it. Wir haben jetzt Level 4 ja, vom Grand Inn entfernt. Such mal so eine Sache. Man lass die doch da einfach drauf. Stack einfach ein paar mehr Leute drin und dann ist gut. Ich weiß, dass das nicht geht, aber eigentlich geht das schon. So, das heißt, wir haben jetzt hier die ganzen letzten Gebäude, die großen. Ach, schon wieder kein Wood. Wood in. Say Wood Wood in the Wood, wollte ich eigentlich sagen. In, ist das gleiche. In. Masterful Farm, here go. Finish it up, man. Yo, man, finish it up. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist Lumberyard. Weil das ist das neue, und das neue Lumberyard ist ja das Gute. Und jetzt muss ich wieder Holz holen, weil das schon wieder alle ist. Blubblub. Level 103. Masterful Lumberyard. Bum, 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 bum. Einfach mal verdoppelt die Menge, die wir haben. Sehr gut. So, dann machen wir wieder Holz drauf. Zack, 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 zack. Dann gucken wir mal, Lumberyards. Wir brauchen Marmor, ne? Marmor und Eisen. Eisen haben wir noch. Marmor haben wir noch und Holz müssen wir sowieso mal nachholen andauernd. Max Supply. Kriegen wir unsere Daily irgendwann fertig? 180. Wir müssen noch 40 mal draufklicken irgendwie. Problem ist, wenn du nicht verbrauchen kannst, kannst du doch nicht draufklicken. Build another one. Ja, geht noch. Mehr Holz. Ja, gerade bei so einem Gebäude ist es nervig. Aber jetzt dauert es mit den Klicks schon länger, ne? Mal gucken. Zur Not muss ich die ganzen billigen Holzdinger machen und dann müssen wir damit. Guck schon, dann vorbei waren. Dann müssen wir damit einfach weiterarbeiten, möchte ich mal so behaupten.
So, dann haben wir jetzt als nächstes Papermill Observatorium wieder zum Holz zurück. Voll machen. Neue Lumberyard auswählen. Fertig, du bist Level 104. Yay. Zurück zum Holz. Nachladen. Und wir hatten jetzt schon 2 Level-Ups in der Zeit. Max Wood. Ja, das passt schon. Max Wood. Meiner Level-Ups. Oh, schnellere Schiffe, bin ich mal der Meinung. Und wieder Lumber. So, was sagt denn das Leaderboard? Da bin ich mal gespannt. Wir sind bei 222, Rang 304. Wird besser. Wird eindeutig besser. So, dann würde ich nämlich sagen, ich mache das zum Beispiel so. Ihr gebt jetzt nicht mehr so viel, aber das senkt die Holzmenge, die wir haben. Enorm eigentlich. Damit kann ich jetzt unsere Daily noch fertig machen. Da. Ich wollte gerade sagen, hey, wo steht denn unser Holz, das wir haben, aber. Ja. Mir fällt jetzt keine sinnvollere Methode ein, das leer zu kriegen. Muss ich ehrlich gestehen. Aber es funktioniert ja auch ganz gut so. So, das müssen wir dann erstmal nachladen. Ja, gleich wieder Level up demnächst. Wir brauchen auch bloß noch 10-mal nachladen. Also 10-mal klicken im Endeffekt. 10-mal nachladen wäre ein bisschen ätzend. Jetzt ist das Ding schon so teuer, dass das relativ schnell alle wird hier alles. So, und jetzt können wir das nachladen. Das hat doch Vorteile, wenn man einfach so billige Gebäude baut jedes Mal, ja. Yeah, wir haben es endlich geschafft. 4 Tage oder so. 5% mehr EP gewartet. Click on something. 576 Mal. Boah, das gibt's doch nicht. Soll ich das jetzt machen? Auf jeden Fall hatten wir Level Up. Wir machen mal Bilder und machen weitere Holz dazu. Ja, ich hab die schon wieder vom Links abgezogen. Ich weiß. Ach, Mimimi-Spiel, ehrlich. Ist witzig, dass der Balken voller ist, als er voll sein kann, ne? Als er überhaupt sein kann, meine ich. Ja, wo ist der dämliche Ding? Hier ist das dämliche Ding. Wie lange braucht die Hesslons hier noch? 3 Minuten. Das liegt theoretisch noch in der Aufnahme. Könnte man so machen. Und ich bin der Meinung, das nächste Gebäude davon, das nächst höhere, könnte ich auch schon anfangen bauen zu lassen. Ein bisschen ist es ja so, dass uns die Kohle so leicht aussieht. Du brauchst noch 46 Minuten, das heißt, ich kann nach dem Rennen mal nochmal ringlotzen. Glotzen und dann passt das auch schon wieder. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch groß irgendwas machen sollten oder müssten. Bringt das mal irgendwas? Ja, so ein bisschen. Also das ist dann wirklich nur, wenn du auf irgendwelche Sachen klicken musst, wie die eigentlich auch jetzt ist. Es hat auch Nachteile, wenn du so viel auf einmal abbauen kannst. Wie man ja offensichtlich merkt. Weil, wenn wir jetzt 500 mal auf irgendwelche Sachen klicken sollen, gibt es dann schon, nachteilig, das schaffen wir nämlich wieder nicht, wieder tagelang jetzt nicht. Auf jeden Fall ist das nächste Ziel, die Schiffe abzugraden. Das ist jetzt ganz wichtig, weil jetzt, wo sie upgradebar sind, sollten wir das auch machen. So, einfach noch ein bisschen die Zeit vertreiben, solange bis das Dingens da fertig ist. Guck mal, bald wieder Level up, Mann. Schnell mal die Levels kriegen. Also, die Close Factory läuft.
Brickworks, ich hab noch keine Ahnung, ich hab auch noch nicht verstanden, was ich damit soll. Achso, stimmt, du kannst auch aus der Steine, Steine forgen. Steine forgen. Warum nicht? Warte mal, ich kann doch auch was anderes. Ich bin so doof, ich kann doch da auch andere Sachen draus machen und das einfach mal bearbeiten lassen. Hier, Marmor. Zwei zu eben Marmor. Das haben wir sowieso über das Zeug. Dann kann ich doch mal hier einen bauen lassen, der uns jetzt immer Marmor herstellt zwischendurch. 72 Mille ist jetzt nicht dolle, ne? Aber hält sich in Grenzen. Wenn ich jetzt noch Öl nehmen würde, dann würde das doch weitergehen. Dann müsste ich aber Öl wieder herstellen. So, damit es nicht aussieht, sozusagen. Wie das gleiche Dreifache, Vierfache davon ist, knapp. Warum wird das immer mehr? Warum wird nicht jedes Mal, wenn er draufklickt, sag ich mal, mehr? Ich meine nicht, dass ich mich da irgendwie beschweren will. Das ist ziemlich gut, dass das passiert, aber sehr interessant. Auf jeden Fall machen wir ordentlich Kohle, Miese. Das hält sich so nicht allzu lange. Das heißt, ich muss nochmal nebenbei, schon mal hier sind, unser Gold verwenden. Und Gold machen. Dann ist das kein Problem mehr. Der macht jetzt unheimlich viel Gold. Gucken wir mal, wie es hier läuft. Das wird nicht mehr. Seltsam, ja. Aber Grand Inn ist fertig. Bam! Machen wir da nochmal ein bisschen mehr Geld. Und zwar bauen wir jetzt noch another one. Und zwar another one ist das hier unten. Das wird jetzt relativ lange dauern. Da stecken wir mal einen drauf. Den lasse ich jetzt erstmal in Ruhe arbeiten. 2 sind bis 8 Stunden. Lass mal 2 drauf. Da wir sowieso Jolt Plus machen aktuell, ist das völlig egal. Das heißt, wir brauchen jetzt immer Goldminen tatsächlich. Gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Und ihr könnt mal auf meinen Twitter-Channel glotzen. Der ist angehangen in der Beschreibung. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.